Befreiungsschlag in die Füße des Gegners und dann die Riesenchance. Martin Kromotka im Tor, der Gastgeber, bärenstark, ganz, ganz wichtig, dass der Mann in Gelb da zur Stelle ist. Kopfball am Ende von Christian Beck, zu unplatziert. Die Antwort der Gäste folgt wenige Minuten später über einen Freistoß. Der Kapitän Deli Beuras probiert es mal, gar kein schlechter Versuch, macht da seinen Fehler beinahe wieder gut. Jetzt die Riesenchance auf den Ausgleich. Huachi gegen Schulz und Schulz bleibt Sieger. Die knappe Führung für die Hausherren bleibt bestehen. Mittelmäßig geschossen, bärenstark gehalten. Und dann steht es hier hochverdient 0:2. Dann gleich wieder so eine Kopie des 0:2. Keeper Kühn beschwert sich da zu Recht bei seinen Vorderleuten. Die Abwehrarbeit nachlässig. Sehr, sehr starke Parade vom Schlussmann. Hollerbach hier am Ball und im Strafraum. Da lauert Florian Carstens. Der kommt hier angerauscht. Und irgendwie bekommt Markus Scholz da noch seine Finger dazwischen. Klasse Rettungstat vom Keeper.